Hallo, herzlich willkommen zur letzten Computerzeit. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als ihr noch ganz jung wart, so 2-3 Jahre alt, gerade mal so groß? Die Zeit, wo man zu allem und jedem aufschauen musste, wo man selbst zu allem zu klein war und alles für einen zu groß? Vielleicht gibt es unter euch auch Leute, die über 2 Meter groß sind. Menschen, die mit jedem Bett Probleme haben, denn man stößt immer und überall an. Immer ist alles zu klein für einen. Ihr merkt, es ist wichtig, dass die Größenverhältnisse stimmen, dass Dinge, mit denen wir Menschen umgehen, in der Größe zu uns passen. So ist dieser Stuhl ganz eindeutig zu groß für mich. Und wenn ich mich hier in der Puppenstube irgendwo niederlassen wollte, hätte ich auch Probleme, wäre auch nicht so bequem. Doch es kommt nicht nur auf die richtigen Größenverhältnisse an, auf die Maßstäbe. Nein, in der Natur greift alles irgendwie ineinander, muss alles aufeinander abgestimmt, aufeinander eingespielt sein. So muss der Baum, der aus dem Boden Wasser aufnimmt, in diesem Wasser auch die wichtigen Nährstoffe finden, die er zum Leben braucht. In der Nahrungskette greift eins ins andere, genauso im Wasserkreislauf. Und ohne dieses großartige Zusammenspiel in der Welt würde in der Natur nichts funktionieren. Der Mensch hat schon früh versucht, sich die Natur zunutze zu machen, sich seine eigene Welt zu formen, hat dies am Anfang mit den eigenen Händen auch getan. Dann irgendwann kam er an den Punkt, wo der eigene Körper nicht mehr ausreichte und er musste sich Werkzeuge schaffen. Das erste menschliche Werkzeug, das man fand, war der Faustkeil. Er ist der menschlichen Faust nachempfunden, doch ist er zum Beispiel härter als die Faust, er hat eine scharfe Kante und ist so also vielseitiger einsetzbar. Und so bot er dem Menschen eine Möglichkeit mehr, die Natur den eigenen Bedürfnissen anzupassen, die Welt mehr nach dem eigenen Maßstab zu formen. Diese Eingriffe des Menschen in die Natur gehen natürlich nur so lange gut, solange nicht zu viele andere Faktoren in diesem großen Zusammenspiel betroffen sind, solange nicht der Lebensraum von Tieren und Pflanzen zu sehr angegriffen wird. Im Laufe der Geschichte schaffte sich der Mensch mehr und mehr Werkzeuge. Wir haben hier mal ein paar, die Ausrüstung eines Schmieds, Hammer, Amboss und Zange, verschiedene Sägen. Alles Werkzeuge, die dem Maßstab des Menschen angepasst sind, die aber Funktionen erfüllen, bei Tätigkeiten helfen, die der Mensch mit seinem Körper alleine nicht mehr verrichten könnte. Von diesen alten Werkzeugen nun zum modernsten, dem Roboter. Auch er ist nach dem Maßstab des Menschen konstruiert. Man kann sogar so weit gehen, dass man einzelne Teile des Roboters mit Partien des Körpers vergleicht. Hier unten zum Beispiel hat er eine Achse. Wenn man ihn da sich drehen lässt, dann entspricht das der Drehung des Oberkörpers. Etwas weiter darüber befindet sich die Möglichkeit, sich nach vorne zu verbeugen. Auch das kann der Roboter. Darüber setzt dann das an, was dem menschlichen Arm entsprechen soll. Er hat dann zwar kein Ellenbogengelenk, aber weiter oben befinden sich gleich mehrere Achsen, die all die Funktionen erfüllen, die beim Menschen das Handgelenk erfüllt. Nun, wenn das auch ein sehr, sehr moderner Roboter ist, er hat etwas gemeinsam mit all den alten Werkzeugen, die wir vorhin gesehen haben. Er wurde nämlich konstruiert, um dem Menschen Tätigkeiten abzunehmen, für die der Körper einfach nicht ausgelegt ist. So hat dieser Roboter einfach mehr Ausdauer als der Mensch. Er kann stundenlang immer die gleiche Tätigkeit ausführen, ohne dabei ungenau zu werden oder die Geduld zu verlieren. Das kann er unter anderem, weil er von einem Computer gesteuert wird. Und auch beim Computer ist es wichtig, dass er dem Menschen angepasst wird. Das betrifft auch euren Computer, den ihr möglicherweise zu Hause stehen habt. Ein Rechner muss auch dem Maßstab Mensch entsprechen. Dann nämlich genügt er den Anforderungen der Ergonomie.
Nun, was ist das? Ergonomie, so kann man es einfach ausdrücken, ist die Wissenschaft, die sich mit dem Körper und der Seele bei der Arbeit befasst. Wie kann der Mensch möglichst effektiv arbeiten und sich dabei trotzdem noch wohlfühlen? Dazu gehört schon mal die räumliche Anordnung des Arbeitsplatzes. Hier habe ich alles im Griff, was ich bei der Arbeit mit dem Computer brauche. Ich habe mir Platz geschaffen, indem ich den eigentlichen Rechner von hier unter dem Bildschirm nach unten verbannt habe, wo er mir nicht im Wege ist. Hier kann ich also noch weitere Dinge ablegen oder mir Texte hinstellen, die ich für die Arbeit am Computer brauche. Es ist auch wichtig, dass ich eine Eingabe- und Ausgabemöglichkeit zum Computer habe, also die Möglichkeit, mit dem Computer in Kontakt zu treten, die auf angenehme Weise geschieht. Für die Ausgabe ist der Bildschirm bequem, den ich hier genau vor mir habe. Da ist es wichtig, dass der Bildschirm zum Beispiel nicht zu sehr flimmert, damit ich möglichst lange am Computer arbeiten kann, ohne dass mir die Augen wehtun. Eine der gebräuchlichsten, nämlich die gebräuchlichste Computereingabemöglichkeit ist die Tastatur. Und auch hier ist es wichtig, dass man sich am Tastenfeld auskennt, dass die Tasten nicht übermäßig groß sind und dass nicht Tasten nebeneinander liegen, die man leicht verwechseln kann, die gegensätzliche Funktionen erfüllen. Tasten, die man besonders häufig benutzt, sollten möglichst groß sein, damit man sie schnell findet. Und es spielt auch eine Rolle, ob man leicht oder fest drücken muss. Ein wahres Wunderwerk der Ergonomie ist unsere Tastatur hier im Studio. Sie passt sich voll und ganz dem individuellen Benutzer an. Ich kann zum Beispiel bestimmen, ob sich ein Buchstabe wiederholen soll, wenn ich eine Taste länger gedrückt halte, wie schnell das nach dem Tastendruck geschehen soll und in welcher Geschwindigkeit. Momentan hört man nichts, wenn ich die einzelnen Tasten drücke. Wenn ich jedes Mal ein kleines Bestätigungsgeräusch hören möchte, kein Problem, das kann ich programmieren. Jetzt piepst es jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke. Bestimmte Formulierungen und Befehle, die ich immer wieder verwende, kann ich hier auf Funktionstasten speichern. Zum Beispiel für ein Textverarbeitungsprogramm die Formulierung "Sehr geehrter Herr, ein Druck genügt" und nun kann ich den Namen noch einsetzen und mein vorformulierter Brief ist fertig. Wenn ich die Seite löschen will, kann ich das entweder tun, indem ich mir hier aus Menüs die entsprechende Funktion heraussuche. Ich habe sie aber schon auf eine Funktionstaste gespeichert und dann genügt wieder ein Knopfdruck. Der Clou bei dieser Tastatur ist, dass man auch mit ihr sprechen kann. Befehle und Formulierungen, die unter den Funktionstasten abgelegt sind, lassen sich auch per gesprochenem Wort abrufen, vorausgesetzt, man hat dem Computer dazu Codeworte beigebracht. Für "sehr geehrter Herr" haben wir das mit dem Codewort "Anrede" getan und jetzt wollen wir mal diese Formulierung abrufen. Anrede. Und schon erscheinen die drei Worte auf dem Bildschirm. Meine persönlichen Schreibgewohnheiten, also Tastatureinstellungen, kann ich auf einem kleinen Modul speichern. Wenn ich nun für Arbeit an anderen Programmen, also Grafik oder Kalkulation, die Tastatureinstellungen verändert haben möchte, lege ich mir ganz einfach mehrere solche Module an. Wenn nun mehrere Leute mit einer derselben Tastatur arbeiten wollen, müssen sie sich nicht auf die Schreibgewohnheiten eines Menschen einstellen. Nein, jeder kann so ein Modul haben und dann vor der Arbeit am Computer es einfach hier in die Tastatur stecken. Noch bequemer wäre es, wenn ich Texte und Bilder gar nicht über die Tastatur dem Rechner eingeben müsste, wenn er sie selber erkennen könnte. Und das ist möglich mit einem Scanner. Wir zeigen euch das mal am Beispiel dieses Bildes, das wir gleich auf dem Bildschirm erscheinen lassen wollen. Ich beginne nun den Vorgang des Scannens. So, es ist etwas mehr, als auf den Bildschirm passt. Ich kann mir nun den Ausschnitt des Gescannten hier beliebig zeigen lassen. So. So wie ich das mit dieser Zeichnung, diesem Stich getan habe, kann ich aber auch Bilder in Fotoqualität in den Speicher des Rechners einlesen und die dann beliebig verändern, habe verschiedene grafische Möglichkeiten hier zur Verfügung und so etwas geht auch mit Text. Bei der Gelegenheit werfen wir einen Blick unter den Scanner. Hier befinden sich lichtempfindliche Bauelemente, die die Schrift nun abtasten werden. Der Computer zeigt uns das Bild dieses Textes auf dem Monitor, doch ist das für ihn nicht nur ein Abbild. Er ist in der Lage, jeden einzelnen Buchstaben zu erkennen und er kann dann diese Buchstaben in seine eigene Schrift übertragen.
Wenn ich halbwegs ordentlich schreibe, dann kann ich dem Computer sogar beibringen, meine eigene Handschrift zu erkennen. Das kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn ich Handgeschriebenes dann mal in ein Textverarbeitungsprogramm übertragen möchte. Dieses Programm wird, wie die meisten anderen auch heutzutage, über eine Maus gesteuert, so wie ich sie hier auf der Tischplatte umherbewege. Bewegt sich auch der Cursor auf dem Bildschirm. Sehr ergonomisch, denn das Ganze ist bequem und effektiv. Und auch die Programme sind ergonomisch gestaltet. Ich kann hier aus dem Menü mir verschiedene Sachen, die mir als Symbole dargestellt sind, aufrufen. Hier habe ich wieder verschiedene Programme zur Auswahl. Hier unten auch zum Beispiel einen Mülleimer, falls ich irgendwelche Programme nicht mehr brauche. Das wird mir als Symbol dargestellt. Ich kann es also schnell erkennen und auch das ist ergonomisch. Und ich kann mir den Bildschirm so aufteilen, wie mir das persönlich am besten gefällt. Wenn mir also hier das Feld für den Mülleimer zu groß ist, dann mache ich es einfach kleiner. Und wenn ich es nicht da oben in der Ecke haben will, dann setze ich es zum Beispiel hier unten hin. Bei allem geht es also um Ergonomie, dass dem Menschen optimale Arbeitsbedingungen geschaffen werden, unter denen er effektiv und auch bequem wirken kann. Wie zum Beispiel in diesem modernen Büro. Das Zentrum ist für uns der Computer und der steht hier unten, versteckt unter dem Schreibtisch. Ich kann ihn beliebig ausbauen, ganz nach meinen persönlichen Bedürfnissen. Bis zu 4 Laufwerke lassen sich zum Beispiel hier einsetzen. Und daran hängen dann Tastatur, Maus und der Bildschirm. Mit dieser Ausrüstung bin ich in der Lage, meine eigene Zeitung herauszugeben, wenn ich noch einen Laserdrucker dranhänge, der dann in hervorragender Qualität Schriften und Bilder druckt. Wenn ich diese Schriften und Bilder entsprechend in den Computer hineinbekommen möchte, das geht mit einem hochauflösenden Scanner ohne Qualitätsverlust. All diese Geräte kann ich mit einem Eingabegerät bedienen und das ist die Maus, der Schlüssel zu allem. Von diesem Platz aus steht mir die Welt offen. Ich kann mit jedem kommunizieren, mit einem modernen Telefon, das es mir ermöglicht zu sprechen, zu hören, zu wählen, ohne den Hörer abzunehmen. Und dann kann ich auch noch Bilder und Texte in die ganze Welt verschicken per Telefax. Die ganze Informations- und Datentechnologie gäbe es nicht, wäre da nicht der Grundstoff Quarzsand. Das Material, aus dem die Chips sind, gibt's also wie Sand am Meer. Der Sand besteht zum größten Teil aus Silizium, dem zweithäufigsten chemischen Element der Erde nach Sauerstoff. Um an das Silizium zu kommen, wird der Sand geschmolzen. Das Ergebnis nach dem Abkühlen sind unförmige Steine, Rohsilizium. Noch ist der Stoff aber nicht rein und das ist schließlich die wichtigste Voraussetzung für die Herstellung der Computerbausteine. In mehreren aufeinanderfolgenden Schmelzvorgängen wird das Rohsilizium von Fremdstoffen befreit. Nun haben wir Silizium in höchster Reinheit. Diese Brocken bestehen noch aus vielen einzelnen Kristallen. Das Silizium wird ein letztes Mal geschmolzen. In zähflüssigem Zustand wird es dann gezogen. Es entsteht ein einzelner, langer, runder Siliziumkristall. Nach dem Erkalten schneidet man den Kristall in hauchdünne Scheiben. Diese werden gründlich gereinigt und poliert. Silizium. Vom Sand am Strand zur funkelnden Scheibe im Labor. Die Scheiben werden noch beschichtet, dann kommen sie in die Endkontrolle, bei der nicht der kleinste Fehler erkennbar sein darf. Auf diesen Siliziumscheiben werden dann die Bausteine der Computer hergestellt. Die Chips, hier sind viele sogenannte 1-Megabit-Chips zu sehen. Auf einem solchen Chip haben bis zu 64 Schreibmaschinenseiten vollgeschrieben Platz. Würde man den Chip auf die Fläche eines Fußballfeldes vergrößern, würde immer noch ein Millimeter großes Staubkorn reichen, um die Strukturen zu zerstören, um den Chip unbrauchbar zu machen. Dies hier, wie gesagt, sind 1-Megabit-Chips, aber das ist noch nicht das Allerneueste. Die Entwicklung schreitet in 7 Meilenstiefeln voran. Wir haben einen 4-Megabit-Chip entwickelt. Wir? Wer wir? Was soll das heißen, wer wir? Ja, ich habe keinen entwickelt. Sie vielleicht? Nein, die Bundesrepublik. Ist das Ihre Aufgabe?
Meine Aufgabe? Nein, es ist Aufgabe der Bundesrepublik, einen 4-Megabit-Chip zu entwickeln. Gibt es einen Artikel im Grundgesetz, der besagt, dass die Bundesrepublik im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen und so weiter einen 4-Megabit-Chip zu entwickeln hat? Nein, das hat ja auch nicht die Bundesrepublik, sondern zwei bundesrepublikanische Firmen haben einen 4-Megabit-Chip entwickelt. Zwei Firmen? Ja. Einen Chip? Ja. Ist das nicht ein bisschen wenig? Oder sind das so kleine Firmen? Nein, nein, das sind sogar Weltunternehmen. Und dieser 4-Megabit-Chip, das ist ein Riesending, ist das. Der ist so groß im Quadrat. Darf ich mal eine persönliche Frage an Sie richten? Bitte. Was ist denn ein 4-Megabit-Chip? Ihrer Meinung nach? Meiner Meinung nach? 4-Megabit-Chip. Chip. Woher soll ich denn das wissen? Na, Sie lachen, das bleibt jetzt alles an mir hängen. Also ein 4-Megabit-Chip ist ein Mikrochip mit einer Speicherkapazität von 4 Millionen Bit, wobei ein Bit die kleinste Einheit einer Informationsmenge ist. 8 Bit sind ein Byte, 1 Kilobyte sind 8000 Bit. 125 Kilobyte ist ein Megabit, also hat ein 4-Megabit-Chip eine Speicherkapazität von 500 Kilobyte. Donner! Sie wissen aber eine Menge. Och, nö. Sie haben einen Computer. Nein, ich speichere mein Wissen immer noch persönlich. Das ist jetzt blöde. Wieso? Na, ich wollte mir einen Computer zulegen und hätten Sie mir einen Tipp geben können. Oh, ist das nie. Was wollen Sie denn mit dem Computer? Sie stellen aber vielleicht blöde Fragen. Wenn nur durch Fragestellen kommt man weiter. Glauben Sie, es gäbe einen einzigen Computer auf der ganzen Welt, wenn sich da nicht irgendwann mal eine Frage gestellt hätte? Welche? Na, das militärische Problem, wie sich ballistische Bahnen von Geschossen blitzschnell und ganz exakt berechnen lassen. Und deshalb wurden Computer erfunden? Ach, das wussten Sie gar nicht. Keine Ahnung. Alles, woran wir uns heute Auge und Verstand verderben, ist im Grunde genommen nichts weiter als ein Abfallprodukt militärischer Forschung. Dann ist ein Computer so eine Art Teflonpfanne, die rechnen kann. Donnerwetter! Und sagen Sie, diese handlichen Heimcomputer, die sind ja nur deshalb so handlich, weil in den Kampfflugzeugen für größere Rechner gar kein Platz war. Und sie werden immer leichter, weil die Traglast in den Raketen für Kriegsgeräte, also Vernichtungswaffen, benötigt wird. Ja, aber der Computer wird auch zu friedlichen Zwecken verwendet. Ich bin ja der Meinung, dass er unser Leben unnötig kompliziert macht. Wie denn das? Der Computer ist die Lösung auf der Suche nach Problemen. Also ich verstehe den Satz nicht. Ist ja auch ein schwerer Satz. Kann es ja mal populärer sagen. Also bitte. Der Computer bietet Lösungen an für Probleme, die wir ohne den Computer gar nicht hätten. Beispielsweise? Die Entwicklung eines 4-Megabit-Chips. Hey, Sie sind ja Technologiemuffel. Natürlich, weil wir nämlich immer intelligentere Computer entwickeln, müssen wir uns immer blödsinnigere Projekte einfallen lassen, damit diese Computer überhaupt beschäftigt sind. Beispielsweise? SDI, das amerikanische Weltraumrüstungsprogramm. Ach, dann ist SDI nur eine Beschäftigungstherapie für Computer. Hübscher kann man das gar nicht ausdrücken. Und wenn sich eines Tages Ost und West gegenseitig in die Luft jagen, ist das nur, damit die Computer sich nicht langweilen. Exakt. Na, ich hätte uns für klüger gehalten. Was nützt uns die schönste künstliche Intelligenz, solange wir keine natürliche haben? Von der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, Rainer Basedow und Jochen Busse. Nun, den 4-Megabit-Chip gibt es. Die Freude darüber ist groß. Doch sie wird gedämpft, denn die Chips sind in Gefahr. Immer häufiger hört man in letzter Zeit von Seuchen, die sich ausbreiten, Computerviren, die Rechner befallen, die Freude am Arbeiten am Computer ist getrübt und auch unser Computer ist schon befallen. Ah, widerwärtig, hier, dieser Chip ist auch befallen. Da kriechen sie drauf rum, die Viren. Mit bloßem Auge kann man sie allerdings nicht erkennen. Wir müssen da schon ein Mikroskop bemühen. Oh.
Uns Menschen können sie zum Glück nichts anhaben, aber es gibt sie wirklich, die Computerviren. Es sind dann kleine Programme, die sich selbstständig von einer Diskette zur anderen kopieren, die erst eine Weile im Verborgenen bleiben, bis sie plötzlich ans Tageslicht treten, wenn sie harmlos sind in Form von Unfug auf dem Bildschirm. Und wenn sie bösartig sind, dann können sie Programme und Speicherinhalte zerstören. Aber es gibt sie schon, die Schwarzwaldklinik für Computer in Form von Viruskiller-Programmen. Wir haben hier eins geladen, um unseren Virus im Computer zu identifizieren und dann auch zu zerstören. Das ist der sogenannte SCA-Virus, hat das Programm entdeckt und den killen wir jetzt. So, unser Virus ist nicht mehr im Speicher. Jetzt wollen wir mal gucken, ob auch auf dieser Diskette möglicherweise ein Virus ist. Denn wenn wir diese Diskette jetzt in den Computer schieben, kann es natürlich passieren, dass wir damit den Rechner aufs Neue infizieren. Hinein damit. Und das Programm hat auch dort einen Virus entdeckt, den Byte Bandit. Der sieht so aus. Das ist also nun ein Computervirus. Und wir wollen auch diesen Virus von der Diskette beseitigen. Wer selber noch keinem Computervirus begegnet ist, der mag das vielleicht jetzt für Unsinn gehalten haben, aber es gibt sie wirklich, die Viren, und man kann sich so vor ihnen schützen. Auch in unserer letzten Computerzeit könnt ihr wieder was gewinnen. Wir kommen zu unserem Preisausschreiben. Wir haben für euch jede Menge Preise. Es gibt 40 Bücher, außerdem 30 Abonnements der Zeitschriften zur Sendung. Und als ersten Preis haben wir wieder einen Computer für euch. Ihr müsst nur unsere Frage richtig beantworten, und die heißt: Wie nennt man den Stoff, aus dem die Chips sind? Wie heißt er, der Stoff, aus dem die Chips sind? Eure Lösungen schreibt ihr bitte auf eine Postkarte und die schickt ihr an uns. Die Adresse dafür zeigen wir euch am Schluss der Sendung. Einsendeschluss ist der nächste Donnerstag, also der 17. November. Für alle, die diesmal nichts gewinnen, jetzt schon ein Trostpreis. Wir zeigen euch einige der schönsten Computeranimationen der diesjährigen Grafikmesse SIGGRAPH in Atlanta. And now for something completely different. The Right Honourable Gentleman, please shut up. The Right Honourable Gentleman, please shut up. That is the genius of the modern magic lantern. Your every wish is its command. Manipulate the input, change the parameters, modify the algorithm. And you can be sure of getting what you like in the style you like it, whenever you like it.
Beaver. Es ist schon beeindruckend, was für perfekte Illusionen der Computer erzeugen kann. Doch wenn ich ganz ehrlich bin, ich muss sagen, das Echte ist mir immer noch am liebsten. So einen festlichen Tisch kann mir kein Computer decken und so ein köstliches Essen kann auch kein Rechner zubereiten. Aber ich muss sagen, wenn es möglich wäre, einen Computerarbeitsplatz zu schaffen, der so aussieht, da würde ich mich wohlfühlen. Das wäre ergonomisch. Doch weiß ich nicht, ob ich dann noch sehr effektiv arbeiten könnte. Nun, bei der Konstruktion von Computern muss man darauf achten, dass es dem Menschen dabei gut geht, dass der Mensch sich wohlfühlt, dass man sich am Maßstab des Menschen orientiert. Das gilt auch für eine Fernsehsendung. Doch wir haben noch einen anderen Maßstab, an den wir denken müssen. Und das ist die Zeit. Tja, unsere Zeit ist abgelaufen. Das war die Computerzeit, nicht nur die von heute, sondern die Computerzeit überhaupt, 34 Folgen lang. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen unterhalten. Das war's denn. Tschüss und Servus. Wir wünschen euch guten Appetit und alles Gute. Lass dir schmecken, Bitti. Computerzeit. 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 Computerzeit.